Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir und heute möchte ich euch wieder zeigen, wie ihr kostenlose Steam Games bekommen könnt. Und dafür geht ihr in euren Browser und gebt dann crackitgames.cc ein, wie ich es hier oben schon getan habe und drückt dann einfach Enter. Und wenn ihr das getan habt, kommt ihr hier auf eine Seite, wo es kostenlose Spiele gibt und da könnt ihr euch ein Spiel auswählen, egal welches es ist. Ich nehme jetzt zum Beispiel The Long Dark. Und dann habt ihr erstmal eine Beschreibung über das Spiel. Und hier nochmal ein Tutorial, wie ihr das Ganze herunterladen könnt und auch installieren könnt. Und hier die Systemanforderungen und dann habt ihr hier den Download-Button. Und dann müsst ihr jetzt erstmal 20 Sekunden warten. Und dann müsst ihr hier einmal draufklicken, um das ganze Spiel downloaden zu können. Und wenn ihr das Ganze getan habt, kommt ihr auf die Mega-Seite und hier müsst ihr einen Kryptoschlüssel eingeben und den findet ihr auf der Download-Seite ganz unten, indem ihr auf hier klickt. Und wenn ihr das dann auch getan habt, seht ihr hier die ganzen Spiele, drückt dann STRG und F gleichzeitig und dann gebt ihr das Spiel hier ein. Und dann sucht ihr das Spiel einmal und dann hat es hier auch gefunden, drückt auf das Plus und hier habt ihr auch den Key. Einmal mit STRG C oder mit Rechtsklick kopieren. Und dann mit STRG V oder Rechtsklick einfügen, einfach eingeben. Wenn ihr das getan habt, könnt ihr das Spiel jetzt einfach hier im Browser herunterladen und wie im Tutorial einfach installieren. Zudem habe ich noch zwei Alternativen zu dieser Seite. Falls die Seite mal irgendwann offline gehen sollte, gibt es noch zwei Seiten. Einmal Ocean of Games. Auf dieser Seite könnt ihr dann auch die ganzen Spiele finden und auch aktuelle Spiele. Also das ist eine ähnliche Seite wie Cracked Games. Dann habe ich hier noch etwas, pcgames-download.com. Und das ist auch eine ähnliche Seite, wo ihr die neuesten Spiele finden könnt und auch herunterladen könnt. Nun habt ihr hier, wenn ihr ein Spiel herunterladen wollt, müsst ihr ein Passwort angeben, welches sich hier befindet, da die Frage auch bei meinem letzten Video aufkam. Und wenn ihr das Passwort hier angegeben habt, könnt ihr das Spiel auch erfolgreich herunterladen und dann auch installieren. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video, Leute. Haut rein. Ciao.